Erdens. Hör mal, einfach entspannen. Ich hab nichts gemacht. Nein, ja, noch nicht hast du. Du hast noch nichts gemacht, aber entspann dich einfach, okay? Und bleib mal bitte in meiner Nähe, okay? Okay. Ja, nicht, dass es heute wieder knallt. Ja? Okay. Ganz entspannt. Und du auch. Frankfurt am Main. Hier inmitten der Hochhäuser liegt das Bahnhofsviertel der Geldmetropole. Die Drogenszene der Stadt, Erotikshops und Banktürme liegen dicht beieinander. Und mittendrin in der Moselstraße die Karmeliter Grund- und Hauptschule. Sprichwörtlich aus aller Herren Länder kommen die knapp 200 Schüler. Insgesamt sind es Kinder aus 43 verschiedenen Nationen, die hier unterrichtet werden. Zwei kommen auch aus Deutschland. Seit 3 Jahren ist Alexander Grund hier Lehrer für die Hauptschüler. Ein Pädagoge so gar nicht vom alten Schlag. Vielleicht bin ich ein Exot unter Exoten, aber was ist ein Exot? Ja, das sind einfach, ich glaube, wir sind einfach ein Schmelztiegel, ja? Und es ist ein buntes Miteinander und da fühle ich mich ziemlich wohl dabei. Heute steht in der 6. Klasse Englisch auf dem Stundenplan. Good morning, everybody. Good morning, Mr. Grund. So, was macht ihr eigentlich alle drei da hinten? Setzt ihr euch bitte an eure Plätze, wo ihr immer setzt. Ist heute ein bisschen leer, oder? Wo sind die anderen? Kommen die noch später? Thomas, Dominik, Valentin. Hör ich noch was, Emmel? Ja. Was höre ich denn? Entschuldigung, wie gestern, weil ich so unverschämt war. Weil ich so unverschämt war. Okay. Kommt das noch mal vor? Nein. Bist du sicher? Ja. Gut. Den Hauptschülern fällt es schwer, sich zu konzentrieren. Ablenkungen sind ihnen jederzeit willkommen. Beispielsweise, wenn nach und nach die Verspäteten eintrudeln. Morgen, Thomas. Kommst du nach der Stunde bitte zu mir? Das heißt? Guten Morgen. Kommst du dann bitte nach der Stunde auch zu mir? Ja. Okay. Komm doch mit Ink. Guten Morgen, Ismail. Nach der Stunde bitte zu mir. Nach der Schule. Nach der Stunde. Okay? 10 Minuten vor Unterrichtsende schafft es dann auch der letzte Nachzügler. Erdensch, schaut auch mal kurz vorbei. Ja, kommst du nach der Stunde bitte zu mir? Bitte? Kommst du nach der Stunde bitte zu mir? Hier. Nach der Stunde zu mir. Okay. Eigentlich wollte Alexander Grund die letzte Lektion heute nur noch einmal kurz wiederholen. Schließlich beschäftigt sich die Klasse schon seit knapp 3 Wochen mit den 2 englischen Vergangenheitsformen. Doch einige der Schüler scheinen den Stoff noch nicht so recht durchdrungen zu haben. Hier steht es, sind die Signalwörter. Das ist jetzt gerade passiert. Nein. Ach so, wer? VR oder? Ach, ist das die Signalwörter? Es gibt in jedem Job gute Tage, weniger gute Tage. Es gibt Misserfolgserlebnisse, die gibt es ganz klar. Ja, wenn ich zum Beispiel einen Stoff mit Schülern behandle und denke, es haben jetzt alle verstanden, auch die Schwächeren haben es verstanden und ich sehe dann, es kam nicht an, ja, dann versuche ich es halt von Neuem. Man braucht einen langen Atem. Und starke Nerven. Lehrerin Anke Walkes ist nach den ersten beiden Unterrichtsstunden auf dem Weg zum Lehrerzimmer. Im Raum davor die Sünderecke. Hier müssen Schüler, die zu spät kamen oder sich daneben benommen haben, ihre Pause absitzen. So wie Emil und Ismail. Die beiden 13-Jährigen sind gestern handgreiflich geworden. Der banale Grund für den Streit? Ein Federmäppchen. Was hast du sie zuerst geschlagen? Nein, sie hat mich geschubst, dann hier geschlagen, danach habe ich sie zurückgeschlagen. Das war's. Jeder war was dabei. Sie hat mich festgehalten, geschmissen. Dann so gemacht, danach habe ich sie zurückgeschlagen. Hast du ihn geschubst zuerst? Hast du ihn angefasst? Ja, ich habe mich sogar mein Ding verletzt. Hast du ihn angefasst? Ja. Hast du ihn geschubst? Nein, ich habe den nur angefasst. Ich habe den da so gemacht. Du hast mich geschubst. Okay, das kann man auch vielleicht als Schubsen oder als Reißen bezeichnen. Ja, okay. Also hast du auch angefangen, körperlich zu werden, ja? Mhm.
müsst ihr euch nicht wundern, Emil. Dann müsst ihr euch nicht wundern, ja? Dann wird er auch sauer. Aber trotzdem, du gehst jetzt in die Pause und denkst noch mal drüber nach. Es ist ja sehr oft so, dass wir mit dem Sozialverhalten zu kämpfen haben. Es ist eigentlich weniger, dass wir jetzt so viel Gewalt hier hätten oder so viel Probleme mit Drogen oder dass man sich hier ständig beschimpft oder so. Es ist eigentlich viel mehr das Sozialverhalten, was halt nicht stimmt. Und das verhindert halt letztendlich auch, dass die Schüler und Schülerinnen was, also genug lernen eigentlich, dass sie ihr Pensum, was wir eigentlich vermitteln wollen, eigentlich auch vermitteln können. Das hindert uns daran. Und das ist schon frustrierend. Ein Problem, das diese beiden Schülerinnen nicht kennen. Arialda aus Bosnien und Burcu aus der Türkei. Beide sind in der 7. Klasse von Lehrer Grund und haben ein gemeinsames Ziel. Sie wollen den Übertritt auf die Realschule schaffen. Eine Hürde, die nur die wenigsten Hauptschüler nehmen. Von der Karmeliterschule bestenfalls eine Handvoll pro Jahr. Arialda und Burcu wissen das und lernen. Denn eins steht für die beiden fest. An der Moselstraße soll ihre Schullaufbahn keinesfalls enden. Was kann man denn werden mit Hauptschule? Nicht so was Besonderes jetzt. Also so Fisch in der Dönerbude oder sowas. Also nicht, was wir wollen. Genau. Was wollt ihr denn? Oh. Jetzt kommt's. Nee, also ich will irgendwas mit Schauspiel machen. Auf jeden Fall. Flugbegleiterin, wenn es geht. Jungmädchenträume, die vor allem mit der Hilfe ihres Lehrers Alexander Grund wahr werden sollen. Auch wenn dessen exzentrischer Lebensstil in ihrer Religion, dem Islam, so nicht wirklich vorgesehen ist. Er ist einfach halt anders, bisschen vom Charakter und okay, er schminkt sich vielleicht und ist schwul, aber das stört mich nicht. Mit dem kann man aber besser reden. Weil er, ja, und weil er auch schwul ist, die meisten Schwulen sind ja viel lockerer, verstehen Spaß und nett. So. Und, genau, und er setzt sich auch für uns ein und so und ja. Auch Ayaldas Eltern wissen, wie wichtig der Lehrer für die Zukunft ihrer Tochter ist. Das Engagement des Paradiesvogels von der Karmeliterschule hat die Bosnier beeindruckt. Dahinter steht alles andere weit zurück. Jeder Mensch hat eigene Leben und er ist guter Lehrer. Und warum soll man bis so jetzt sterben? Beste Lehrerin von Ayalda. Ich bin sehr zufrieden mit Grund. So wie jemand lebt oder was macht im Leben, kann jeder entscheiden, aber ja, ist für mich gut. Wenn man mich jetzt sieht, denkt man natürlich, dass gerade solche Eltern ein Riesenproblem mit mir haben. Die Erfahrung mache ich aber nicht. Also ich mache die Erfahrung, dass viele Eltern, ja, der Schüler, offener auf mich zugehen, mit mir umgehen, ja, als zum Beispiel manche, die zum Beispiel aus irgendwelchen akademischen Kreisen kommen, die im Rahmen der Political Correctness und ich bin tolerant gegenüber alles, möchte es aber dann nicht in meinem Haus haben oder sonst wo. Es ist Leben und Leben lassen. Ein Motto, das gewissermaßen auch für die Karmeliterschule als Ganzes gilt. Denn ein Unterricht streng nach Lehrplan ist hier kaum möglich. Vor allem in der Klasse, die Ira Döbler unterrichtet. So. Schönen guten Morgen. Die IK, also die Intensivklasse, hat im Augenblick 11 Schüler im Alter zwischen 12 und 16 Jahren. Alle haben sie eines gemeinsam. Sie sind noch nicht lange in Deutschland. Hallo, ich heiße Ede, ich komme aus China. Hallo, ich bin Emia, ich komme aus Serbien. Ich heiße Claudia, ich komme aus Polen. Hallo, ich heiße Paul, ich komme aus Kongo. Innerhalb kürzester Zeit müssen diese Kinder Deutsch lernen. Da helfen am Anfang oft nur Hände und Füße. Ein Abschluss noch in weiter Ferne. Also wenn sie erst kommen mit 13 oder 14 und haben vielleicht in ihrem Heimatland auch kaum die Schule besucht oder ganz unregelmäßig, also es kommt immer so ein bisschen drauf an, was sie mitbringen, ja, dann wird es super, super schwierig. Dann muss man den Eltern auch wirklich vermitteln, es könnte sein, dass es nicht klappt, dass es dann über eine Arbeitsamtmaßnahme und so weiter, Berufsschule, dann weitergehen kann. Und ich meine, es sind ja zum Glück in unserem System ewig alle Türen offen. Ja. Aber dass man sagt, also du schaffst mit 15 oder mit 16 deinen Hauptschulabschluss, das ist dann schon für einige einfach nicht drin. Das muss man schon so sagen. In ganz kleinen Schritten versucht die Lehrerin den Schülern die Tücken der deutschen Sprache beizubringen. Heute geht es um Gegensatzpaare. Gar nicht so leicht, wie sich herausstellt. Das Ziel, innerhalb von nur einem Jahr in die normale Hauptschulklasse wechseln zu können,
Für einige hier wird es schwierig werden. Gucken wir einfach mal. Was habt ihr zwei? Was hast du? Billig. Billig und böse? Böse, gut. Das passt nicht wirklich. Bleibt mal sitzen. Was habt ihr? Stumpf. Spitz. Das ist ein Gegenteil. Nee, bleib mal bitte, Emma. Bleib mal jetzt da sitzen. Stumpf, Spitz, passt. Kalt heiß, passt. Dass es durchaus Schüler gibt, die sich in der fremden deutschen Welt schnell zurechtfinden, zeigt ein Beispiel aus der 7. Klasse von Lehrer Alexander Grund. Hier sitzt in der letzten Reihe ein Schüler, der bis vor kurzem auch noch in der Intensivklasse war. Der Kolumbianer John Eric. Der 14-Jährige kam erst vor 3 Jahren nach Frankfurt. Deutsch? Für ihn damals ein Buch mit 7 Siegeln. Heute ist er einer der Besten und will so schnell wie möglich runter von der Hauptschule. Dabei hat er es nicht leicht. Mittags, wenn er aus der Schule kommt, muss er sich erst einmal um seinen kleinen Bruder Elias kümmern. Und wie ist es passiert, Elias? Ich bin runtergefallen und dann bin ich ausgerutscht. Aber wo, im Kindergarten und wie? An der Treppe. Waren die nass? Nein, aber da war Sand. Ah, also meine Mutter lässt mir immer was zu essen hier und er ist ja immer im Kindergarten. Und ja, sonst, wenn er nach Hause kommt, mache ich ihm halt Brot oder was er will. Die Mutter der beiden arbeitet ganztags als Küchenhilfe. Ihre Jungs sollen es einmal leichter haben. Ein Hauptschulabschluss aber, das hat sie den beiden eingeimpft, wird da nicht reichen. Selbst der 5-jährige Elias hat das schon verinnerlicht. Mama und Bruder hat mich immer gesagt, wenn ich in der 4. bin, fertig, hat er gesagt, ich soll dann in zum Gymnasium. Ich weiß nicht, aber wenn du gut bist, habe ich gesagt. Ja. Und, bist du gut? Bisschen. Rechnen bin ich gut. Aber der wird bestimmt Mathe-König. Und warum willst du, dass dein Bruder aufs Gymnasium geht? Ja, weil da hat er halt mehr Chancen, Arbeit zu suchen und ja, ist auch besser, weil heutzutage nimmt man mir nicht die Leute, die einen Hauptausschluss haben. Jeder 4. Migrant in Deutschland verlässt die Hauptschule ohne Abschluss. Und selbst jeder 2. mit Zeugnis hat auch 1 Jahr später noch keine Lehrstelle gefunden. Alexander Grund würde dies seinen Schülern gerne ersparen. Doch dass regelmäßiger Schulbesuch dabei hilfreich ist, hat sich noch nicht bei jedem herumgesprochen. Wieso kommst du heute eine halbe Stunde zu spät? Und wo warst du gestern, am Mittwoch und am Dienstag? Ich kriege keinen Anruf. Ich habe schon die Mahnung unten liegen. Die hätte ich rausgeschickt mit der Post am Montag. Ach so, ich habe eine Entschuldigung. Und wir hatten eigentlich die Vereinbarung. Was ist das? Eine Entschuldigung. Ich will, dass du mir eine Bescheinigung vom Arzt bringst. Ja? Und vorher sind die Tage auch nicht entschuldigt. Ja? Okay. Nachher ist es wieder irgendeine Entschuldigung von dir selber geschrieben. So, und du nimmst dir hier bitte die Checklist und bearbeitest hier vorne das Lernbuffet. Wie Schüler Sergen, so haben auch andere in der Klasse Probleme mit Disziplin und Anwesenheitspflicht. Die Türkin Cansu etwa wiederholt mit 15 Jahren gerade die 7. Klasse. Heute hat Lehrer Alexander Grund ihren Vater einbestellt. Denn auch im 2. Anlauf wird Cansu in diesem Jahr wohl das Klassenziel wieder nicht erreichen. Dem Vater scheint der Ernst der Lage erst jetzt bewusst zu werden. Wo seiner Tochter als Endstation die Förderschule droht. Ich schreibe Ihnen eine Säumnismitteilung, da reagiert keiner. Ich schreibe Ihnen eine Mahnung, dass ich umgehend einen Attest haben will, da reagiert auch keiner. Und erst als das Bußgeldverfahren eröffnet wurde und die Rechnung dann vom Gericht an Sie kam, dann haben Sie erst reagiert. Und das finde ich für einen Vater ein bisschen spät. Und dann zu sagen, es ist keine Post gekommen und so weiter, obwohl die Erziehungshilfe sagt, die Post kam, ja? Also ich meine... Ich habe nichts gehabt und von euch habe ich ja auch nichts gehabt. Und ich weiß nicht, was da los ist. Und entweder die Kinder nehmen von selber mit Hand und schmeißen die weg
und von unserer, also... Wir drehen uns immer im Kreis, verstehen Sie? Das Problem ist doch ganz einfach, wenn sie hier bleibt und auch wenn sie das Schuljahr wiederholt, ja? Ich meine, ihr wird hier nicht geholfen bei ihren Problemen und Schwierigkeiten, die sie hat, ja? Verstehen Sie? Ich meine, die kommt dann, also ich meine, so wie das im Moment ist und auch wenn sie das Schuljahr wiederholt, ich glaube nicht, dass sich ihre Noten im Wesentlichen verbessern werden, Punkt 1. Und Punkt 2, ja? Dann wird Ihre Tochter, wenn sie überhaupt einen Hauptschulabschluss schafft, Sie wissen ja, es gibt den qualifizierenden, den einfachen Hauptschulabschluss und das Abgangszeugnis. Und bei Jansu sieht es danach aus, dass sie ein Abgangszeugnis bekommt und zwar ein ganz schlechtes, ja. Und das ist nicht viel wert. Wieso lassen Sie nicht zu, dass Ihre Tochter auf eine Förderschule kommt? Da steckt das Wort fördern drin, ja. Sie soll gefördert werden. Trotz des langen Gesprächs, der Vater der 15-Jährigen ist sich selbst keiner Schuld bewusst. Dass seine Tochter über Wochen und Monate gefehlt hat, kein Problem. Das könne Jansu doch alles noch aufholen. 10 Tage vor Ende des Schuljahres. In diesem Punkt sind sich Vater und Tochter ganz einig. Ich möchte dort nicht hingehen. Weil Sonderschule irgendwie nichts für mich ist. Weil eigentlich bei mir ist nur das Problem, dass ich faul bin. Wissen Sie, eigentlich wenn ich übe und so, kann ich das schaffen. Nur bei mir war das Problem, dass ich faul und so war. Mittlerweile ist große Pause an der Karmeliterschule. Lehrer Alexander Grund hat heute Aufsicht und alle Hände voll zu tun. Erdens, hör mal, einfach entspannen. Ich hab nichts gemacht. Nein, ja, noch nicht hast du, hast noch nichts gemacht, aber entspann dich einfach, okay? Und bleib mal bitte in meiner Nähe, okay? Okay. Ja, nicht, dass es heute wieder knallt, ja? Okay. Ganz entspannt und du auch, ja? Kommst du mit mir mit? Ja. Einfach mit mir. Sag mal, kannst du mir mal erklären, was das jetzt soll? Du leihst dir da das Getränk aus, trinkst davon und spuckst es in die Mülltonne. Ja, aber wir haben alles für Heckma. Ja, aber das macht man doch nicht. Alles in Heckma. Das macht man doch nicht. Hör drauf, Alter. Sag mal, eine Frage, Erdens. Macht man das? Nein. Nein, und warum machst du's? Ja, das ist mir. Steht das zum Beispiel im Koran, dass man Getränke wieder ausspuckt, wenn man sie trinkt? Nein, dann benimm dich doch mal. Ja? Hast du gerade fixig gesagt? Nein. Nee? Ja, wir können das auch gerne nachher noch besprechen, in aller Ausführlichkeit mit Piero zusammen. Ich glaube nicht, dass das nur bei mir so ist. Ich glaube, das wird grundsätzlich gemacht, dass Schüler versuchen, Grenzen zu testen. Ja, man will ja wissen, wen man da vor sich hat. Und klar, wenn sie auf was wie mich stoßen, dann ist es natürlich leicht, oder man denkt, es ist leicht, dort die Grenzen zu finden und geht dann natürlich dann auch aufs Ganze, ja, also und versucht natürlich, das auch anzugreifen. Und ich glaube, es ist immer wichtig auch, wie man darauf reagiert, ja, und es ist wichtig, authentisch zu sein. Und konsequent. Der Pausenhof bietet dazu reichlich Gelegenheit. Beispielsweise sind hier weder Handys noch MP3-Player erlaubt und werden einkassiert. Sharon, es ist verboten in der Schule, oder? Es ist verboten. Ja? Du weißt das auch, oder? Ich habe gedacht, in der Schule. Wo ist die Schule? Hier. Ja? Wo ist die Schule nicht? Komm, ich halte fest. Da. Ja? Nicht hier. Die Geräte bleiben bei Direktorin Monika Lack, bis die Eltern sie abholen. Ich habe jetzt hier 2 Trophäen gesammelt. Einmal hier vom Dennis im IK2 und von der Sharon. Ach, Sammlung, meine Sammlung wird erweitert. Super. Für eBay. Ja, eher nicht. Vom Dennis habe ich doch heute schon einen. Ja, das ist schon sein 2., sagt er. Und er sagt, er hat auch noch einen 3. Und die Sharon, die hat doch neulich schon mal einen. Mhm, genau. Ja, den geklebten, den hatte ich schon mal. Den kenne ich. Kommt die Mutter dann noch mal? Aber so habe ich immer nette Elterngespräche, wenn sie es abholen. Im Klassenzimmer wird es jetzt, gegen Mittag, immer schwieriger, die Schüler unter Kontrolle zu halten. Fatima aus Pakistan hat Lehrerin Anke Walkes schon ganz nach hinten gesetzt. Doch jetzt macht vorne Emil Theater. Geh
gehst du bitte mal raus. Geh bitte mal raus und hol mal frisch und tief Luft. Und dann kommst du wieder rein, wenn du dich konzentrieren kannst, ja? Die 13-jährige Marokkanerin nimmt den Platzverweis gelassen. Noch. Was soll das? Ja, nix. Was bezweckst du denn damit? Hat's dir jetzt die Sprache verschlagen? Die ganze Zeit kannst du reden und jetzt sagst du nichts mehr. Ich kann nichts sagen. Was soll ich sagen? Wie schätzt du denn dein Verhalten ein in diesen zwei Stunden? Gut. Ja, und was hast du falsch gemacht? Was ist nicht gut gelaufen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Du sagst, du hast dich nicht gut benommen, aber du weißt auch nicht warum. Dann bleibst du jetzt hier draußen sitzen und überlegst nochmal, was du falsch gemacht hast und ich komme gleich nochmal wieder und frag dich nochmal. Ja? Die haben halt eine niedrige Frustrationsgrenze. Und das können wir nicht einfach beheben. Mit gar nichts. Wir können nur versuchen, damit umzugehen und lange, über Jahre versuchen, ihnen Möglichkeiten immer wieder aufzuzeigen, die ihnen vielleicht helfen, das ein Stück weit zu verbessern. Eine weitere Stunde später. Emil ist zurück in der Klasse und Alexander Grund versucht mal wieder, die englischen Vergangenheitsformen zu vermitteln. Mittlerweile zum 7. Mal. Doch vor allem die Mädchen haben dafür längst keinen Kopf mehr. Fatima, was sollte das jetzt gerade eben? Was sollte das? Können wir hier jetzt mal normal arbeiten, ohne dass du die Emil ständig ablenkst? Ja, Fatima. Ist doch gut jetzt. So. Weißt du, ich kann ihm nicht mal zuhören, weil hier nämlich gleichzeitig noch was parallel läuft und dann passen dann manche Leute nicht auf. Ja, du nicht zu. Emil, bitte. Oh, ich werde dich jetzt gar nicht mehr. Jetzt warte doch, Fatima. Nein, ich habe keine Lust mehr. Ich nehme dich schon noch dran. Ja, Fatima, es sitzen aber hier auch noch andere Schüler am Tisch. Ja, die melden sich nicht. Oh, egal. Emil hat sich auch gemeldet. Du kommst dann als Nächste dran. Ich habe Grund, jetzt kapiere ich das langsam. Das geht immer noch nicht. Das war aus der richtigen Zeit. Fatima. Die hat was gemacht, wirklich. Darüber muss ich schnell. Ich möchte, dass du jetzt deine Sachen nimmst und du setzt dich bitte hier vorne alleine hin und dann gehst du deine Sachen nochmal durch. Ja? Nee, es reicht mir jetzt, Fatima. Hauptschullehrer Alexander Grund hat Schulschluss, aber noch lange nicht Feierabend. Heute muss er zu Hause noch einen Geschichtstest korrigieren. 3 Wochen lang hat er die Eroberung Amerikas durchgenommen. Wissen sollten die Schüler am Ende unter anderem: In welchem Jahr entdeckte Kolumbus Amerika? Und dann steht hier als Antwort im Jahr 1200 oder 1490 oder 1492. Ja? Und ich meine, das ist natürlich, eine Arbeit sollte nicht Multiple Choice für den Lehrer sein. Hier haben wir 1492, die Sparantwort, die bei den meisten kommt. Und hier haben wir: Kolumbus entdeckte Amerika am 12. Oktober 1492. Ja, also ein ganzer Satz mit dem Jahr. Ja, ich wollte hier auch gar nicht das Datum, ich will nur das Jahr. Warum starben die 7 bis 8 Millionen Ureinwohner der Karibik weitgehend aus? Gut, hier, das ist ein bisschen daneben gegangen, weil die Europäer ihn getötet haben und Geld weggenommen haben. Das war es weniger. Hier, warum, da ist eine sehr gute Antwort, weil die Krankheiten der Seemänner an ihnen sich angesteckt, ja. Ich meine, das ist das, der Inhalt, ja, das ist natürlich Grammatik. Das heißt, sie akzeptieren das, obwohl die Grammatik nicht ganz richtig ist. Ja, es geht ja darum, dass sie den Inhalt verstanden haben. Ich will ja, was will ich transportieren als Lehrer? In erster Linie Inhalte oder Grammatik? Idealerweise beides, aber ich finde, Inhalt geht vor. Motto: pragmatisch korrigieren, positiv denken und niemals ein Kind abschreiben. Ich glaube, jeder Schüler von uns ist irgendwie so eine Art Diamant, der irgendwie so verschüttet ist und man muss irgendwie den ganzen Schutter mal so ein bisschen wegräumen. Man kann da eigentlich tolle Sachen rausholen. Aus jedem. Ja, an manchen muss man länger dran feilen und arbeiten. Das ist so. Aber es lohnt sich. Mindestens die Hälfte seiner Schüler will Grund bis zum Realschulabschluss bringen. Auch wenn dafür bei so manchem noch einiges gefeilt werden muss.